Herzlich willkommen. Sie hören eine Sendung der Kirchen in Teterow. Heute spricht Alexander Lemke zu Ihnen, Pastor der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Teterow. Nicht Trübsal blasen oder sich von Not niederdrücken lassen, sondern einander ermutigen, aufrichten, aufrecht gehen. Das ist die Botschaft dieser Tage. Und das ist gar nicht so schwer. Heute möchte ich euch das weitersagen, damit ihr es anderen zusprechen könnt. Wenn wir das Licht unserer Erwartungen und unserer Hoffnungen miteinander teilen, dann wird es nicht nur hell um uns, sondern auch in uns. Sein Licht teilt heute übrigens ein junger Mann mit uns, den man vielleicht eher aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kennt, Erik Klausch, Gründer des Vereins Power On. Er wird uns heute die Predigt halten, zu einem herausfordernden Text aus dem Lukas-Evangelium. Herzlich willkommen zu dieser Andacht am zweiten Advent. Ich grüße euch, ob ihr an dem Telefon zuhört oder am Computer. Wir haben Gemeinschaft in herausfordernden Zeiten, ein Geschenk, dass wir trotzdem so beieinander sein können. Wir feiern Advent, wir feiern, dass Gott zu uns auf die Welt kommt. Ich zünde jetzt hier bei mir zu Hause die zweite Kerze am Adventskranz an. Wir sammeln unsere Gedanken. Ich bete für uns. Gott, du machst, dass wir aufrecht gehen können. Du öffnest uns die Augen, dass wir in deinem Sohn deine Menschenfreundlichkeit erkennen. Du öffnest unsere Ohren, dass wir in der Stille deine Stimme hören. Du öffnest unsere Herzen, dass wir uns berühren lassen von dem, was anderen widerfährt. So bitten wir dich, sei du bei uns heute und in den folgenden Tagen. Öffne uns Augen, Ohren und Herzen für deine Nähe. Das bitten wir im Vertrauen auf deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Bruder. Amen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis. Seht den Feigenbaum und alle Bäume an. Wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber, dass der Sommer schon nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Als Alex, der Pastor, mich gefragt hat vor 2 Wochen, ob ich einmal predigen möchte, habe ich mich, um ehrlich zu sein, etwas geschmeichelt gefühlt und sehr schnell Ja gesagt und wusste da noch nicht, dass der Predigttext vom Ende der Welt handelt und dass ich heute über diese Dinge predigen darf, die unsere Welt, die untergeht, Jesus wiederkommen, aber auch ein Stück dieses Düstere, wie ich den Text wahrnehme. Und ich habe mich damit beschäftigt und herausgefunden, dass Theologen sich darüber
uneinig sind und es durchaus auch Theologen gibt, die davon ausgehen, dass Jesus nicht damit meinte, dass unsere Welt so wie sie ist, komplett verschwinden, verbrennen, untergehen wird, sondern dass es durchaus auch eine Vision gibt für diese Welt, für ein Weiterbestehen dieser Welt. Und das gibt mir Hoffnung. Und trotzdem fühle ich mich angesprochen durch diesen Text und fühle mich wiedererkannt. Und ich erkenne dieses Ende der Welt und diese düstere Endstimmung in unserer Zeit immer wieder. Wenn ich die Nachrichten schaue, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, habe ich den Eindruck, dieses Zeitalter ist angebrochen. Überall heißt es Corona, 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 Lockdown, Supervirus, super gefährlich und super weiter ansteckend. Und dann sind da noch die anderen großen Krisen, der Biodiversitätsverlust, das Artensterben, die Wasserknappheit, die auf uns zukommt, die Überdüngung unseres Bodens, weil unsere Landwirtschaft nicht an unsere Lebensweise an diesem Planeten angepasst ist. Und natürlich die Klimakrise, die über dem Ganzen irgendwie drüber zu schweben scheint. Und die Politik und die Medien kommunizieren das Ganze in einer Angstform, in einer drastischen Art, die noch mehr Angst machen und auch mir Angst machen. Und ich kann mich auch nicht davon freimachen, denn auch ich habe bei Fridays for Future mitgewirkt, habe eine Demonstration hier in Tetro gemacht und sehr drastische Worte gefunden und meine Angst Ausdruck gegeben mit Worten, in der ich beschrieben habe, wie unsere Welt aussehen könnte, wenn wir so weitermachen, wie wir machen. Und das beschreibt ja auch die Bibel immer wieder, die Propheten im Alten Testament und auch Jesus findet sehr drastische Worte, was passiert, wenn wir so weiter wirtschaften, wie wir es tun. Und ein Spruch von Fridays for Future ist mir da immer in Erinnerung. Das heißt, ihr geht mit unserer Erde um, als hättet ihr eine zweite im Keller. Oder auf Englisch, there is no planet B, ist ein weit verbreiteter Slogan. Und den Text kann man so verstehen, als würde es darum gehen, als würde Jesus sagen, ja, jetzt haltet noch kurz durch, es wird jetzt nochmal schlimmer, aber dann reiße ich den ganzen Quatsch hier ab und dann machen wir eine neue Erde und alles wird gut. Aber ich glaube nicht, dass er das gemeint hat. Ich verstehe Jesus so, dass er sagt, mitten unter euch, mitten in diesem Chaos, mitten in dieser Angst, mitten in dieser Furcht, in dieser Pandemie, in den Umbruchszeiten, mitten da rein wächst mein neues Reich, wächst dieses Reich Gottes. Und das ist schon mitten unter euch jetzt schon. Dieses Reich Gottes, wie ich es verstehe, als so eine Zukunftsvision, als ein Traum, eine Vision von einer perfekten Welt. So wie das Paradies am Anfang der Bibel beschrieben wird, das auf die Zukunft angewendet. Und es macht mir Mut, darüber nachzudenken. Es macht mir Mut und es inspiriert mich, von Jesus zu hören, dass dieses Reich Gottes jetzt schon gelebt werden kann. Mitten in Pandemie und Angst und negativen Zukunftsversionen setzt Jesus diese Worte und gibt uns damit eine Vision voll Kraft und voll Hoffnung, auf die wir zuarbeiten dürfen. Und was wir machen dürfen, ist daran zu glauben und zu sagen, ja, ich schließe mich dieser Vision an und ich gebe mein ganzes Selbst, mein ganzes Ich mit in diese Vision. Ich möchte mit daran bauen, Teil sein. Und das finde ich so genial, dass Gott uns diese Möglichkeit gibt, mitzugestalten. Dass er nicht einfach sagt, guckt mal, hier habe ich euch eine Welt gebaut, fühlt euch wohl und ja, genießt es. Nein, er gibt uns auch die Möglichkeit, daran selbst mitzugestalten. Und Gott hat uns sogar Regeln gegeben, im Alten Testament noch mal mehr, ganz konkret, wie diese Welt aussehen kann. Und da gibt es etliche Regeln von Speisegeboten etc. Einige davon sind nicht mehr so aktuell, möglicherweise aber wieder auch ganz aktuell, wenn ich mir beispielsweise die Speisegebote angucke, die durchaus Sinn machen, weil sie unser Leben, unsere Ökosysteme in Gleichgewicht halten sollten. Aber ein Gebot, das finde ich sehr spannend und das beschäftigt mich seit längerem, das ist das Sabbat. Der Sabbat, das Sabbatgebot, und damit ist ja der eine Ruhetag gemeint, den
Gott sich auch genommen hat, nachdem er 6 Tage lang gearbeitet hat und diese Welt geschaffen hat und sich dann einen Tag hingesetzt hat und gesagt hat, ja, es ist sehr gut. Und dann hat er genossen, dann ist er einfach aus dieser Arbeitsphase ausgestiegen und hat gesagt, jetzt genieße ich und jetzt freue ich mich an dem, was ich geschaffen habe. Und das schenkt er uns auch diesen Tag. Aber ich habe den Eindruck, dass wir in dieser Welt ja bewusst oder unbewusst in einer Tretmühle sind, gerade in unseren westlichen Kulturen, die uns daran hindern, diesen Tag zu nehmen, die uns daran hindern, einen Tag in der Woche mal wirklich das zu machen, was uns gut tut, wofür wir da sind, was unsere Bestimmung, Berufung ist. Und wir überdecken das mit Konsum, wo die Medien und die Marketingindustrie uns sagt, was wir alles kaufen müssen. Wir überdecken es mit Drogen. Und Drogen meine ich jetzt nicht nur die illegalen Sachen, die man ja ganz ja die verboten sind, sondern dazu gehört natürlich auch Alkohol und Zigaretten und Kaffee. Zucker gehört dazu. Aber auch Pornos, auch Konsum, auch Arbeit kann eine Droge sein. Alles, was uns abhängig macht und uns davon wegzieht und übertüncht, was wirklich in uns steckt. Und Gott schenkt uns diesen einen Sabbat. Gott sagt, einen Tag in der Woche sollen wir frei machen, so wie er es gemacht hat. Und im Alten Testament gibt es noch mehr davon. Es gibt nämlich auch das Sabbatjahr. Alle 7 Jahre, sagt Gott, sollen wir den Boden ruhen lassen. Nicht arbeiten auf dem Boden. Und ich finde es krass, wie Gott vor, ja, die Gesellschaft und Gott damals schon gesagt hat, es ist wichtig, dass wir auch die Erde, der Erde eine Ruhepause geben, den Mikroorganismen, den kleinen Tierchen, den Ökosystemen eine Ruhe geben, dass sie sich erholen kann und dann wieder für uns auch produzieren kann und uns Essen und Leben schenken kann. Und dann gibt es auch noch das Jubeljahr. Eine Gesellschaft hat Gott sich ausgedacht, in der alle 50 Jahre Besitz zurückgegeben wird, in der alle 50 Jahre alle Sklaven freigelassen werden, in der alle 50 Jahre ja quasi der Reset-Knopf gedrückt wird und alles auf Null gesetzt wird, Besitz zurückgegeben wird, Menschen freigelassen werden und einfach ein Jahr Pause ist und von vorne angefangen werden darf. Und damit wäre so viel, ja, uns geholfen, weil wir dann spätestens alle 50, aber auch alle 7 Jahre und alle 7 Tage einmal in uns reinhorchen dürfen und reinhorchen dürfen, wofür sind wir hier? Wer bin ich eigentlich? Und wie möchte ich mit mir selbst umgehen? Wie möchte ich mit meinem Nächsten umgehen? Wie möchte ich mit dieser Umwelt, mit dieser Mitwelt, mit dieser Natur umgehen, sodass wir wirklich alle hier gut leben können? Das finde ich spannend, dass es so konkrete Beispiele gibt, aber dass Jesus auch darüber hinaus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber nicht. Dass diese Vision von ihm auch wahrscheinlich, so verstehe ich das, in dieser Welt umgesetzt werden dürfen. Diese Vision von dem Reich Gottes, das äußerlich vielleicht noch gar nicht immer so sichtbar ist in diesen Zeiten, aber innerlich in uns stattfinden darf. Und dieses Reich wünsche ich uns, dass dieses Reich wünsche ich dir, dass du es spürst in dieser Adventszeit, in der kommenden Weihnachtszeit, dass wir diese Zeit nutzen, um in uns hineinzuhorchen. Diese Zeit nutzen, um Beziehungen neu auf den Prüfstand zu stellen und uns zu fragen, wo übertünche ich mein Leben mit Drogen, mit Lärm, mit zu viel? Wo höre ich weg, was in mir steckt und wo kann ich ganz neu das Leben erfassen, das ganz neu in mir spüren, wofür ich hier bin. Ganz neu mir selbst zu hören und zu horchen, was macht dieses Leben aus, was ist das Besondere in diesem Leben, was bin ich, was kann ich dieser Welt schenken und wie kann ich mich auch durch diese Welt beschenken lassen. An einem der 7 Tage in der Woche mindestens sich beschenken zu lassen. Und das wünsche ich euch heute und das wünsche ich euch für diese Weihnachtszeit, dass du Ruhe findest, in dich hineinhören kannst und eine Art Einklang verspürst, wo die Gedanken einmal ruhiger werden und der Trubel und der Stress und all das, wo Leute, die Gesellschaft uns sagt, das muss schneller, das muss höher, das muss weiter,
das einmal auf Pause zu setzen und zuzuhören und reinzuspüren, wo ist das Reich Gottes in mir und wo kann ich dieses Reich Gottes in mir spüren und weitergeben. Amen. Tagen beschäftigt, vielleicht auch bedrückt. Jetzt können wir es abgeben und in die Worte legen, die uns Jesus von Nazareth gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. In Ewigkeit. Amen. Der am Ende dieser Adventszeit zur Krippe führt. Gott mitten unter uns. Und so seid gesegnet im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie hörten eine Sendung der Kirchen in Teterow. Wenn Sie uns eine Nachricht hinterlassen möchten, sprechen Sie nach dem Signalton. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag. Bleiben Sie Gott befohlen. Musik